Ja, hi lieber Dimo, freut uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Du hast dich in Darmstadt losgeeist für ein Gespräch. Wie viel von dem, was du in Darmstadt erlebt hast und nach wie vor erlebst, erinnert dich denn doch an deine Mainzer Zeit? Ja, sehr, sehr viel. Jetzt aktuell natürlich die Geschichte mit dem Stadion, Neubau, Ausbau, Verlagerung. Also es gibt viele, viele Dinge, die ich schon mal mitgemacht habe. Woran kannst du dich denn noch erinnern, was deine tatsächlichen Anfänge in Mainz angeht? Ja, wenn ich hier so stehe, ich glaube, hier sind ein paar Sachen passiert, an die man sich sehr gerne zurückerinnert. Kannst du noch das erste Gespräch mit Christian Heidel irgendwie dir wieder aufrufen? Wie war da so der Kontakt? An das erste Gespräch mit Christian Heidel erinnere ich mich natürlich auch noch im Hasekessel damals. Peter Ahrens war noch dabei. Und ja, es ist relativ lang her, wenn ich so zu. Wir werden älter. Hat der Heile da seinen Schnauzer gerade? Ja, aber richtig dick und fett und ein ganz fieses, kariertes Sakko hatte er an, das weiß ich noch. Fanseitig bist du ja dem HSV sehr zugeneigt, sage ich mal. Es gab mal dieses legendäre Interview auf der HSV-Homepage, wo du davon erzählt hast, dass du 83 das Magger-Tor in deiner HSV-Bettwäsche gesehen hast. Ist das einfach eine Sache von deinem Jahrgang, dass man damals einfach HSV-Fan werden musste? Das war ja die große Zeit. Ja, das glaube ich nicht. Also ich bin ja nicht ganz so weit entfernt von Hamburg aufgewachsen und es gab für mich eigentlich nur ein HSV, weil das so mein erster Kontakt zum Fußball war und ja, wie es nun mal so ist. Man hat seinen Verein und das ist bis heute natürlich so geblieben. Wie hast du dann die letzte Saison überstanden? Du hast mit Darmstadt im Abstiegskampf gesteckt, Mainz 05 steckt am Ende im Abstiegskampf, der HSV klassischerweise in den letzten Jahren sowieso. Wie macht man das dann nervlich mit, selbst als so ein ruhiger Typ wie du? Ja, der Super-GAU hätte schon eintreffen oder eintreten können, aber Gott sei Dank ja, haben sich ein Großteil dieser Vereine, die du aufgezählt hast, gerettet. Ist das dann eigentlich ein bisschen bitter, dass ausgerechnet der kleinste Verein es halt tatsächlich nicht schafft? Ja, die Schere wird natürlich immer weiter auseinandergezogen. Reich und arm und Darmstadt darf man einfach nicht vergessen, hat diese Anfänge, die zum Beispiel wir mit Mainz 05 mitgemacht haben, als das DSF eingestiegen ist in die Übertragung, Fernsehgelder, das hat Darmstadt natürlich alles nicht mitgemacht. Und ich glaube, es ist auch keine Schande, mit Darmstadt 98 in der zweiten Liga zu spielen. Du bist ja, hört man schon auch raus, dem FSV Mainz 05 nach wie vor sehr verbunden. Wie intensiv hast du denn die letzte Saison, die ja nun für Mainz ungewöhnlich, ich sag mal, rumpelig verlaufen ist, auf dem Platz und neben dem Platz mitverfolgt? Es war schon ein rumpeliges Jahr, gar keine Frage. Aber ich glaube, man sollte auch nicht zurückschauen. Man sollte jetzt in die Zukunft schauen und versuchen, dass so eine Saison einfach nicht wieder stattfindet. Und ich glaube, da ist der Verein gerade auf einem ziemlich guten Weg. Ist es trotzdem so, dass man in so einer Phase dann vielleicht das Gefühl hat, mein Verein braucht mich? Es gab ja die Forderung, gerade fanseitig für den Vorstand oder für den Aufsichtsrat eben auch Ehemalige wieder nach Mainz zu holen. Hast du da jemals Gedanken dir drüber gemacht? Ich bin, glaube ich, kein Mensch, der in einen Vorstand oder Aufsichtsrat oder sonstiges passt. Du weißt, so viel spreche ich nicht. Ich habe jetzt schon relativ viel gesprochen für meine Verhältnisse. Und also in so einer Funktion, glaube ich, würde ich nicht glücklich werden. Wie bitter ist das eigentlich, wenn man am Ende von so einer Karriere, die ja schon auch von vielen Höhepunkten gelebt hat, dann nicht so aufhören kann, wie man es gerne möchte, sondern eben tatsächlich aus so einer Verletzung heraus aussteigen muss? Ja, in diesen ganzen Jahren hatte ich ja viele Verletzungen, unheimlich viele Operationen. Und vielleicht war der Weg so vorbestimmt, dass es dann wirklich mit so einer Verletzung, die alles andere als angenehm war, ja, enden sollte. Keine Ahnung. Was ich gar nicht wusste, ist, du bist tatsächlich gelernter Metzger, ne? Ja. Wie kamst du damals zu dieser Berufsentscheidung? Ich komme aus einer sehr ländlichen Gegend und aus einer Metzgerfamilie sozusagen und bin mit 16 nach Leverkusen gegangen.
Und meine Eltern haben damals klipp und klar zu mir gesagt, ja, wenn du das möchtest, kannst du das gerne machen, wir unterstützen dich. Aber du wirst die Ausbildung machen. Was die Rückkehr nach Mainz angeht, muss ich natürlich noch mal einhaken. Bist du beim Abschiedsspiel für Nicole Chernoweski eigentlich am Start? Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel, weil Nicole es extrem verdient hat. Er ein überragender Typ ist und für ihn selber wird es, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, sehr emotional werden und hoffe wirklich, dass das Stadion so voll wie möglich am besten Platz das Ding aus den Nähten. Dann freuen wir uns, dass es da schon sehr bald ein Wiedersehen gibt. Ganz vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest für das Gespräch. Und es gibt natürlich zum Abschied in der Wortpiratin-Tüte die original Mainz 05 Gummibärchen für den Weg nach Darmstadt. Natürlich nicht auf dem Motorrad, aber wenn du mal mit dem Auto fährst. Vielen Dank. Danke dir. Ich habe zu danken. Alles klar.